erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Der Umgang mit Naturkatastrophen ist für Regierungschefs immer eine Bewährungsprobe. Wenn sie es gut hinbekommen, dann kann ihr Handeln sogar Wahlen beeinflussen, wie einst bei Gerhard Schröder nach der Elbflut 2002. Wenn nicht, hängt es ihnen jahrelang nach, wie George W. Bush nach Hurricane Katrina. Wirbelsturm Harvey, in dessen Folge die Millionenmetropole Houston im US-Bundesstaat Texas in einem noch nie dagewesenen Ausmaß überschwemmt wurde, beschert nun US-Präsident Donald Trump die Chance, sich als Krisenmanager zu beweisen. Am Dienstag bereits hatte er die Einsatzkräfte im Flutgebiet besucht, was ihm jedoch den Vorwurf bescherte, zu wenig Mitgefühl für die Zigtausenden gezeigt zu haben, die alles verloren haben. Nun also heute ein erneuter Versuch, diesmal mit Umarmungen und Händeschütteln. Jan-Philipp Burgert. Ein Präsident zum Küssen, ein Präsident zum Anfassen, ein Präsident fürs Familienalbum. Donald Trump ist gekommen, um Trost zu spenden. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist er nach Texas gereist. Nach seinem ersten Besuch in der Krisenregion war Trump scharf kritisiert worden, weil er sich nicht mit Opfern getroffen hatte. Umso mehr bemüht sich der Präsident heute, Gefühle zu zeigen, angesichts der Hilfsbereitschaft vieler Amerikaner. Viel Liebe. Wir sehen hier viel Glück. So hart wie das hier auch war, ist es auch eine wundervolle Sache. Sogar für das Land und für die ganze Welt war es schön, das zu sehen. Trump hat nicht nur Zeit mitgebracht, sondern auch ein Versprechen: Geld. Beim Kongress hat er Hilfsmittel in Milliardenhöhe beantragt. Da ist viel Wasser, aber es fließt ab. Am wichtigsten ist das Verhältnis mit dem Gouverneur, dem Bürgermeister und allen anderen. Es ist fantastisch. Und wir unterschreiben jetzt viele Dokumente, um Geld nach Houston zu bringen. 7,9 Milliarden. Wirbelsturm Harvey hinterlässt immer noch neue Herausforderungen für die Rettungskräfte in Texas. Nicht nur Wohnhäuser gehen wegen Kurzschlüssen in Flammen auf, auch in dieser Chemiefabrik bei Houston kommt es erneut zu einem Brand. Tausende Texaner fliehen weiterhin vor den Wassermassen. Bei vielen Betroffenen wächst die Wut. Sie werfen den Politikern vor, die Gefahren von Naturkatastrophen unterschätzt und keine ausreichenden Vorbereitungen getroffen zu haben. Unsere Flutschutzmauern und unsere Pumpen wurden vernachlässigt. Wir waren nicht vorbereitet. Kritiker bemängeln außerdem, die Stadt Houston habe Baugenehmigungen für große Grünflächen erteilt, auf denen die Wassermassen hätten versickern können. Über mögliche Versäumnisse der Vergangenheit spricht der Präsident nicht. In der Zukunft werde alles wieder gut, der Wiederaufbau nur eine Frage der Zeit. Sie sprechen von 2 bis 3 Jahren, aber weil das hier Texas ist, könntet ihr das in 6 Monaten schaffen. Ich habe da so ein Gefühl. Die Erwartungen der Amerikaner wollte Donald Trump heute erfüllen. Nicht nur ihr Oberbefehlshaber, sondern auch ihr Oberseelsorger zu sein. Nach und nach wird auch das enorme Ausmaß der Überschwemmungen in Südostasien sichtbar. Nach den verheerenden Monsunregenfällen schlägt das Kinderhilfswerk UNICEF Alarm. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder. Rund 16 Millionen Kinder und ihre Familien benötigten dringend lebensrettende Hilfe. Vor allem Nepal, Bangladesch, Pakistan und Indien sind von Überschwemmungen betroffen. Millionen Häuser wurden beschädigt, Ernten vernichtet. In vielen Regionen tritt das Ausmaß der Schäden jetzt erst zutage. Ganz langsam geht das Hochwasser in Nepal zurück. Aber die Schäden sind riesig. Zeitweise stand ein Drittel des Landes unter Wasser. Inzwischen kehren die Bewohner in ihre Dörfer zurück. Erste Hilfsgüter erreichen die Menschen. Stark betroffen ist auch Indien. In der Millionenstadt Mumbai kämpfen die Menschen noch immer mit den Folgen der Fluten. In ganz Südasien sind laut UNICEF 45 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Mehr als 2000 sollen bis jetzt ums Leben gekommen sein. Auch hier im pakistanischen Karatschi leiden die Menschen immer noch unter dem Hochwasser. Das Militär hat wohl versucht, Hilfsgüter zu den Betroffenen zu bringen. Aber auf den überfluteten Straßen kommen nur wenige durch. Das hier ist der älteste Markt in Karatschi. Obwohl das so ein wichtiger und belebter Ort ist, kommt keine Hilfe. Und die Menschen hier versuchen, das Wasser zu beseitigen. In den Geschäften steht es aber noch knietief. Hilfsorganisationen warnen davor, dass sich jetzt Krankheiten ausbreiten könnten. Es wird viele Monate dauern, bis die Menschen hier wieder einigermaßen ein normales Leben führen können.
Der Kommunikationsberater Richard Grenell soll neuer Botschafter der USA in Deutschland werden. Wie das Weiße Haus bekannt gab, will Präsident Trump ihn nominieren. Der Senat muss die Personalie noch bestätigen. Grenell ist als politischer Kommentator beim konservativen Sender Fox News in Erscheinung getreten. Der 50-Jährige gilt als Unterstützer Trumps und war von 2001 bis 2008 Sprecher der USA bei den Vereinten Nationen. In Koblenz ist eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Sie wurde bei Bauarbeiten für einen neuen Kindergarten entdeckt. 21.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch ein Krankenhaus, ein Gefängnis und zwei Altenheime wurden geräumt. Ebenfalls wegen eines Blindgängers hat in Frankfurt am Main die voraussichtlich größte Evakuierungsaktion der Nachkriegsgeschichte begonnen. Dort müssen mindestens 60.000 Anwohner ihr Zuhause verlassen. Der Grund ist eine fast 2 Tonnen schwere Luftmine. Sie soll morgen entschärft werden. Die Demokratische Republik Kongo, die früher auch mal den Namen Zaire trug, gilt seit Jahrzehnten als eines der Krisenländer Afrikas. Der Kongo liegt ziemlich genau in der Mitte des Kontinents, auf dem Äquator. Es leben dort etwa so viele Menschen wie in Deutschland. Allerdings ist das gesamte Land mehr als 6-mal so groß wie die Bundesrepublik. Und zurzeit tobt in der Region Kasai wieder ein heftiger Konflikt, der bereits mehr als 1 Million Menschen zur Flucht gezwungen hat. Weil sich eine oppositionelle Miliz und Regierungskräfte von Kongos umstrittenen Präsidenten Kabila seit einem Jahr bekriegen, leiden Hunderttausende Kongolesen. Caroline Hoffmann berichtet. Sie haben nur noch, was sie bei sich tragen. Jean-Pierre Kashila und seine Familie mussten fliehen, als plötzlich ihr Dorf angegriffen wurde. Sie wollten uns töten, aber wir konnten weglaufen. Als wir angegriffen wurden, haben wir uns im Busch versteckt. Ein Kind wurde bei dem Überfall getötet. Seit 2 Wochen ist die Familie jetzt zu Fuß unterwegs, auf der Suche nach einem geschützten Ort, an dem sie bleiben kann. Doch in der Provinz Kasai im Kongo ist es an vielen Orten nicht mehr sicher. Auch auf dieses Dorf wurde geschossen. Häuser wurden zerstört. Viele Menschen sind geflohen. Der Imam und der Pastor sind geblieben, um gemeinsam für die Überlebenden zu sorgen. Aber die Bedingungen sind schwierig. Die Menschen sind hungrig, denn sie konnten nicht arbeiten, die Felder nicht bestellen. Und das wird weitergehen, denn wegen des Konflikts können wir auch jetzt nicht pflanzen. 1,4 Millionen Menschen sollen sich mittlerweile auf der Flucht befinden. Seit vergangenem Herbst mehr als 3.000 gestorben sein. Viele sind zwischen die Fronten geraten. Der Konflikt in der Region Kasai eskalierte im August 2016, als das Militär das Oberhaupt der militanten Sekte Kamuina Nsapu tötete. Diese Miliz fordert den Rücktritt des kongolesischen Präsidenten Kabila. Sie setzt oft auch Kinder und Jugendliche als Kämpfer ein. Das Militär und die Miliz bekämpfen sich. Beiden werden mittlerweile schwere Verbrechen an der Bevölkerung vorgeworfen. Kongos Präsident Joseph Kabila besuchte die Provinz Kasai zwar, handelt aber kaum. Er nutzt den Konflikt auch als Begründung, warum die längst überfällige Wahl seines Nachfolgers immer wieder verschoben wird. Für die Menschen in Kasai ist das eine Katastrophe. Sie brauchen dringend Hilfe. Und zum Konflikt kommt nun noch der Hunger. Wir haben so gelitten, sagt diese Frau. Wir waren kurz vorm Verhungern, besonders die Kinder. Doch jetzt bekäme sie Unterstützung. Damit mehr Menschen geholfen werden kann, wäre es wichtig, dass die Gewalt im Land endlich endet. Es sieht aus wie die Lichtinstallation eines zeitgenössischen Künstlers, war aber der verzweifelte Versuch von Obstbauern im vergangenen Frühjahr, die Ernte zu retten. Deutschlandweit drohte langanhaltender und später Frost, die Blüten zu zerstören. Aber es half kaum. Vor allem im Süden der Republik bekam der Begriff Eisblume eine ganz neue Definition. Die Folgen zeigen sich jetzt zur Erntezeit und sie sind dramatisch. So wird es die schlechteste Apfelernte seit Jahrzehnten. Auch Birnen, Kirschen und Wein litten. Was für Verbraucher das Angebot im Supermarkt senkt, ist für Obstbauern existenzbedrohend. Martin Schmidt. Mal hier ein Apfel, da noch ein paar. Es ist eine magere Ernte dieses Jahr auf dem Hof der Familie Seiler am Bodensee. 80% weniger als normalerweise. Einbußen von bis zu 350.000 Euro. Für die Seilers dramatisch.
man erträgt viel mit Humor, das ist der große Vorteil. Aber klar, ich meine, man sieht ja hier, wir rasen hier die Reihe runter. Normalerweise haben wir in so einer Anlage, das ist jetzt ein guter Hektar am Stück, pflücken wir normal 2 Tage die erste Pflücke. Dieses Jahr machen wir es in 2 Stunden. Schuld daran, die eiskalten Nächte Ende April. Damals haben die Seilers noch alles versucht, gekämpft. Kleine Feuer und frische Mulche sollten ihre Apfelbäume wärmen. Doch der Frost hat gewonnen. Wenn man also jetzt die Blüte aufmacht, sieht man jetzt schon Verbräunungen im Fruchtknotenbereich. Also das heißt, die Blüte ist kaputt. Das kannst du fast mit Worte irgendwo schlecht fassen. Wie schnell es gehen kann, dass eigentlich die Existenz irgendwo doch ein Stück weit stark bedroht ist. Bittere Frostnächte auch für andere im Südwesten. Hunderte Fackeln sollten es den Trauben ein paar Grad wärmer machen. Hubschrauber sollten warme Luft von oben herabwirbeln. Doch heute ist klar, geholfen hat es kaum. 2017, weniger Wein, Birnen, Kirschen, vor allem in West- und Süddeutschland. Die Situation für die Bauern ist erschreckend und ernüchternd, gerade bei Äpfel, bei Steinobst und auch Beerenobst. Das ging eigenermaßen noch, aber wie gesagt, Kirschen und Zwetschgen und Äpfel ist eine Katastrophe. Bei Apfelernte zum Teil 100% Ertragsausfall. Deutschlandweit die schlechteste Apfelernte seit 1991. Für Herbert Seiler die schlechteste überhaupt. Wir haben natürlich alle Investitionen, die dieses Jahr geplant waren, gestoppt. Und wir kommen richtig in Schieflage. Das wirkt sich jetzt noch nicht aus, weil wir jetzt erst die letzte Obstabrechnung bekommen haben. Aber im nächsten Jahr ist es eine Katastrophe. Zwar hat das Land Baden-Württemberg Finanzhilfen in Aussicht gestellt, doch er verhandelt jetzt schon mit seiner Bank, wie es weitergehen kann, um die Katastrophe für die Seilers noch zu verhindern. Die Bilanz ist makellos. 7 Siege in 7 Qualifikationsspielen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist auf dem besten Wege, sich für die WM zu qualifizieren. Doch der 2:1-Erfolg gestern gegen Tschechien, das war mehr als nur eine maue Vorstellung in der Bilanz, oder, Patrick Hallatsch? Genau so sieht's aus, Ingo. Schmährufe, Beleidigungen, sogar Nazi-Parolen von einem Teil der mitgereisten deutschen Fans. So hatten sich die Nationalspieler den Abend in Prag natürlich nicht vorgestellt. Der Auswärtssieg war am Ende nur noch ein Randaspekt. Das Thema war leider das Fehlverhalten einiger Chaoten. Das sind keine Fußballfans, das sind Hooligans, sagte Siegtorschütze Mats Hummels nach dem Spiel. Die gesamte Mannschaft hatte schon zuvor ein Zeichen gesetzt und auf den Gang in die Fankurve verzichtet. Der Bundestrainer will sich nichts anmerken lassen. Aber das Unverständnis ist riesengroß im Lager des Weltmeisters über das, was sich gestern in Prag ereignete. Über rechte Fanparolen und Beleidigungen der eigenen Spieler. Wir alle, sowohl die Mannschaft als auch die Führung des DFB, als auch diese friedlichen Fans, müssen uns ganz klar distanzieren von Krawallmachern, die mit Nazisprüchen, mit beleidigenden Äußerungen dort gestern aufgefallen sind. Und da galt es, ein Zeichen zu setzen. Das hat insbesondere die Mannschaft gemacht. Und das unterstütze ich ausdrücklich. Dementsprechend groß ist die Hoffnung bei allen Beteiligten, dass es am Montag in Stuttgart, wenn Deutschland gegen Norwegen das WM-Ticket vorzeitig lösen kann, nicht zu derartigen Zwischenfällen kommt. Ich kann nur hoffen, dass alle Fußballfans in einem ausverkauften Stuttgarter Stadion das tun, was sie immer sagen, den Fußball lieben, unsere Mannschaft unterstützen, uns anfeuern. Damit im Umgang miteinander wieder etwas mehr Normalität einkehrt. Immerhin, es gibt auch erfreuliche Sportmeldungen vom Tage, zum Beispiel von der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. 2. Vorrundenspiel, 2. Sieg bei der EM in Israel, 67-57 gegen Georgien. Das Team um NBA-Star Dennis Schröder ist auf Kurs Richtung Achtelfinale. Bundestrainer Chris Fleming wusste um die Athletik und Erfahrung der in Weiß spielenden Georgier. Ein ums andere Mal hatten die deutschen Basketballer das Nachsehen, wie hier gegen Sascha Paschulia, in diesem Jahr NBA-Champion mit den Golden State Warriors. Doch die deutsche Mannschaft wusste auch zu beeindrucken. Wunderbares sogenanntes Alley-Oop-Anspiel von Danilo Bartel auf Isaiah Hartenstein. Das spannende Spiel kippte dann zugunsten der deutschen Nationalmannschaft im letzten Viertel, als Mannschaftskapitän Robin Benzing seine 3-Punkte-Würfe traf. Die Führung nun 2-stellig.
Die meisten Punkte erzielte NBA-Star Dennis Schröder mit 23 Zählern. Er leistete sich allerdings auch 9 Ballverluste. Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Deutschlands Basketballer. Morgen Abend geht's gegen Gastgeber Israel. Pure Freude. Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft steht bei der EM in Polen im Finale. Im ersten EM-Halbfinale nach 24 Jahren bewies das Team von Bundestrainer Andrea Gianni gegen Serbien zunächst Comeback-Qualitäten und glich einen 0-2-Rückstand aus. In einem packenden Tiebreak dann das bessere Ende für die deutsche Mannschaft. Deutschland gewinnt mit 3-2 Sätzen, steht im Finale und hat die erste EM-Medaille in der Volleyballgeschichte bereits sicher. Gratulation schon mal dazu. Das hat es seit 11 Jahren nicht gegeben bei der Männerkonkurrenz in New York. 2 deutsche Tennisprofis im Achtelfinale der US Open. Philipp Kohlschreiber besiegte den Australier John Millman glatt in 3 Sätzen. Schon zuvor hatte Mischa Zverev die Runde der letzten 16 erreicht. Genauso wie Julia Görges bei den Damen. Zur Formel 1. Vorne ist da, wo Lewis Hamilton ist. Zumindest, wenn man die Anzahl der Pole Positions nimmt, den Startplatz Nummer 1. Den hat sich der Brite im italienischen Monza gesichert. Achtung, zum 69. Mal in seiner Karriere. Damit hat er Michael Schumacher als Rekordhalter abgelöst. Sebastian Vettel muss sich ausgerechnet beim Ferrari-Heimspiel nur mit Platz 8 begnügen. Was die 8 aber auch Glück bringt, sehen wir jetzt die Lottozahlen. 3, 5, die 8, 14, 33, 34, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. So, Sport haben wir, Lotto haben wir, Wetter fehlt noch. Carsten Schwanke, bitte sehr. Danke sehr. Und das Wetter für den morgigen Sonntag, das wird ganz ordentlich. Nämlich oft viel Sonnenschein ist dabei. Allerdings sind auch einige Schauer und Gewitter möglich. Wo genau sehen wir auf dem Wettervorschaufilm? Zunächst in der Nacht vor allem weiterhin Dauerregen. Am Alpenrand Schneefall oberhalb von rund 1500 Meter. Und dann morgen im Verlauf des Tages so quer durch die Mitte von Schleswig-Holstein bis in den Süden ein paar Schauer. In der Nacht zum Montag wieder besser. Und am Montag selbst deutlich trockener und sonniger. Das war jetzt schon die Vorschau auf die nächsten beiden Tage. Nun die nächsten 24 Stunden noch mal im Detail. Heute Nacht weiterhin Dauerregen am Alpenrand. Das ist auch unser Hochwasserachtungszeichen. Dort hat es in den letzten 48 Stunden schon mehr als 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gegeben. Es gibt jetzt schon in Oberbayern teilweise, stellenweise zumindest, überflutete Straßen. Also hier besonders vorsichtig sein. Ansonsten ist es meistens trocken in der Nacht und dort, wo es aufklart, kann sich stellenweise Nebel bilden. Die Temperaturen gehen meistens auf einstellige Werte zurück. Am kältesten wird es Richtung Hohes Venn, Eifel mit nur 3 Grad. Hier ist sogar örtlich Bodenfrost möglich. Morgen Vormittag starten wir dann oftmals freundlich. Die nächtlichen Nebelfelder lösen sich auf und es gibt viel Sonnenschein, vielleicht an den Küsten einzelne Schauer. Immer noch leichter Regen am Alpenrand, der aber bis zur Mittagszeit etwa nachlässt und dann aufhören wird. Dafür bilden sich dann zum Mittags- und zum Nachmittag vor allem diese neuen Schauer- und Gewitterwolken von Schleswig-Holstein über den Harz hinweg bis hinein nach Bayern. Am trockensten bleibt es ganz im Westen. Hier steigen die Temperaturen auf 20 bis 22 Grad, sonst sind es meistens 18 bis 20 Grad. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Übermorgen am Montag gibt es viel Sonnenschein und steigende Temperaturen bis zu 23 Grad. Nur ganz im Osten ein paar Schauer. Der Dienstag wird noch wärmer mit bis zu 26 Grad. Allerdings kommen im Westen schon wieder neue Wolken an mit erstem Regen. Dafür aber am Dienstag vorübergehend mal sommerliche Temperaturen, Ingo. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. So viel von uns, genug der Worte zum Samstag. Hier im Ersten folgt dasselbige zu einem Sonntag, an dem das TV-Duell zwischen Kanzlerin und Herausforderer wohl das Tagesthema sein wird. Also, wir sehen uns morgen im Anschluss an Anne Will. Bis dahin, tschüss.